So, hallo Leute, da bin ich wieder bei I Wanna Be The Guy. Wie man sieht, wer da runterkommt, ist die dritte Form und diesmal habe ich mir einen Co-Kommentator dazu geholt, damit ich mich konzentrieren kann und gleichzeitig es nicht zu langweilig wird. Hallo. Ja, der Verrückte, der mein Co-Kommentator ist, ist MKW Gamer von den Comments, der dieses Spiel auch ohne zu sterben durchgespielt hat. Müssen nicht alle wissen. Darum ist das Verrückte, denke ich mal, durchaus berechtigt. Ja, kannst mir auch Tipps geben. Zum Beispiel, wo ich jetzt am besten auf die Kugel warte. Also zwischen den zwei, zwischen den zwei. Dann springst du, sobald die Kugel runterkommt. Ach so, zwischen denen. Springst, okay. Ja. Dann, sobald die Kugel runterkommt, springst du, knallst auf die Kugel, dann nochmal, dann läufst du nach links und schießt also, noch ein drittes Mal. Aber erst nach rechts rüber springen und schießen, oder? Und dann schießen. Springen, dann am Boden nochmal schießen und dann läufst du kurz nach links und schießt noch einmal. Also jetzt einmal vorm Springen schießen oder nach dem Springen erst? Also einmal, wenn die Kugel, du musst so springen, dass wenn die Kugel runterfällt und du am höchsten Punkt des Sprungs bist, dass du genau bei der Kugel bist. Dass du die Kugel einfach anschießen kannst in der Luft. Damit ziehst du mehr KP ab. Also wenn man das richtig macht, dann ist der Boss locker in zwei Phasen mit der Kugel zu schaffen. Okay. Ich wusste nicht, dass man ihm während des Springens. Ich dachte, man muss unten stehen bleiben und dann auf ihn schießen. Ja, so kann man es auch machen, aber da hat man weniger Angriffszeit. Gut zu wissen. Wow, und da, wie hab ich den verfehlt? Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ach ja, da auch ein Tipp. Du kannst springen und schießen gleichzeitig und triffst du die Bombe immer. Ja, das macht natürlich Sinn. Gut, nicht besonders schwer. Ja, ich cutte mal kurz wieder und man sieht sich bei Wily. Da ist der Bullet Bill wieder weg und weiter geht's. Ja. Hoffen wir mal, dass ich... Ach ja, noch ein Tipp. Versuche am Anfang immer rechts zu bleiben. Okay. Also im Prinzip... Bisschen weiter rechts noch. Ja, da fängst du am besten an, weil dann kommt das erste Feuer auf der Stelle so, dass du genau da stehen bleiben kannst. Zwischen den zwei. Ja, ein bisschen weiter links, also so halb auf dem rechten drauf. Irgendwie ist das bei dir anders als bei mir. Also bei mir kommt das Feuer immer so, dass ich genau da stehen bleiben kann am Anfang. Ich muss nur zweimal laufen. Bei mir ist es nämlich immer gleich. Es ist ja das mich. Lustige. Jetzt hast du ein kleines Problem. Das habe ich auch gerade so gesehen. Oh, wait. Das fällt jetzt auf mich. Was mache ich jetzt noch bloß? Ups. Gut, da müssen wir. Ist zu spät. Da muss ich mir wohl was überlegen. Ja. Ja, zwischen den Feuern halt so wie vorher. Das hat schon ganz gut ausgesehen. So, auf ein neues. Auf ein neues Mal anbrennen. Ja, stellen wir uns wieder nach rechts. Gucken wir mal, wie sie diesmal runterkommen. Ist aber merkwürdig, dass sie bei mir immer genauso runterkommen. Also wenn ich genauso auf der Kante stehe, auf der rechten Kante stehe, dann trifft es mich dann nie. Auf der vom linken von den zwei auf der rechten Kante. Kann ich lange stehen bleiben? Ist bei dir wohl anders. Recht offensichtlich. Ja, vielleicht hat sich bei der Version was geändert. Oder vielleicht hat es mit was anderem zu tun. So, ich denke mal, ich muss jetzt weg. Nein. Ja, und jetzt? Und jetzt? Abknallen. Also im Prinzip, wenn die Kugel runterfällt, musst du schon das erste Mal springen. Ah, okay. Ach so, und dann so im Flug drauf schießen? Genau, und dann, landen, wenn drüber springen und dann von hinten nochmal. Ja, auch beim ersten Mal landen kannst du gleich nochmal drauf schießen. Ah, okay. Ah, das macht dann schon mehr Sinn. Ja. Ja, Gott. Erstmal wieder Wissen durchgespielt. 4 Sterben beim ersten Versuch. Nein, das war jetzt nicht ernst gemeint. Aber ich hab's mal angespielt. Also ich habe beim ersten Mal habe ich die erste Welt und die schwere Version von der ersten Welt gesamt mit dreimal Sterben geschafft im allerersten Versuch. Beim ersten Versuch war ich schlecht, aber ich habe die erste World Light Version tatsächlich auch ohne Sterben mal gespielt.
Also beim ersten Mal hatte ich bei der Leitmission einmal sterben, weil ich beim Boss unaufmerksam war. Ja, kann passieren. Das ist gerade unfair. Ja. Ja, das war ein. Ja, und die Teile töten mich, wenn sie mir auf den Kopf fallen. Ja, das ist. Wow, was hat der Typ gerade? War der auf Drogen? Hast du gesehen? Zwei so knapp hintereinander. Was für Drogen frisst der bitte? Keine Ahnung. Aber. Guck dir doch, wie er aussieht. Und generell, jeder, der in so einem Fluggerät, nenn ich's mal, herumfliegt, hat Drogen genommen. Das war Bowser's Idee. Sonst, das ja, der hat auch Drogen genommen. Aber sonst würde sich doch niemand in so einen komischen Clown-Dingen setzen. Stimmt, wenn ich mich da reinsetzen würde, dann würde ich wenigstens noch eine rote Nase drauf machen. Naja. Also immer wie ein wunderschönes Feuerwerk. So. Ich weiß nicht, ob du schon mal drauf geachtet hast, aber es ist genau wie ein Feuerwerk. Ein Blutfeuerwerk. Yeah. Oh. So eine schöne Farbe. So schön naturgetreu. Da waren zwei direkt hintereinander. Ja, man kann schon langsam merken, er kann dich wirklich nicht leiden. Wow. Und drüber. Ja. Und dann, genau, jetzt nochmal. Im Prinzip kannst du da am Ende auch. Ja, genau. Ich macht glaub, er wieder rechts die Kugel? Ja, er macht sie immer rechts. Also nächstes Mal, glaube ich, macht er sie. Wenn er das nächste Mal jetzt halt. Ja. Na, shit. Warte, geh spät drüber. Okay. Ja, das hätte vom Timing her gut gepasst. Also leider ein bisschen zu weit rechts gewesen, aber vom Timing her hätte es gepasst. Ja. Mit zwei Kugeln könnte sich's ausgehen, aber ich glaube, dass du eher drei brauchen wirst. Naja, es war ein Fortschritt. Positiv sehen. Ja, du bist immerhin bis zur zweiten Kugel gekommen und da auch noch was abgezogen. Im Vergleich zu vorher ist das ja ein Riesenfortschritt. Auf. Ja, jetzt kannst du wieder den Over killen. Ja, ist ja gar kein Problem. Ich lasse ihn noch so ein bisschen zappeln, aber eigentlich könnte ich ihn ja jederzeit killen. Gut, dann darfst du aber auch nicht vergessen, von der Kugel wegzulaufen. Wie dann beim nächsten Mal kommt, ich sag's dir lieber gleich, sonst stehst du wieder unter der Kugel, dann hast du ein Problem mit dem Ausweg. Und gleich drüber. Ja, zu lange gewartet. Probier ich mal hier von links jetzt. Kann ich auch ruhig die ganze Zeit hier schon starten? Ja, ich würde mal sagen, du attackierst ihn schon rechts, aber du läufst nachher nach links von der Kugel. Nö, ich bleib diese Runde jetzt hier. Wow! Ich glaube, du bleibst nicht lange da. Das nächste Mal sicher nicht. Ein Wunder, dass ich das überlebt habe. Da ist ein klein wenig Platz. Okay, vielleicht gehe ich dann doch wieder nach rechts. Ja, du. So, dann wieder von rechts. Erstmal. So, soweit, so gut. Ich bleib doch hier. Ja, momentan überlebst du auch noch. Ne, die wurden auf dieselbe Stelle gefeuert. Links ist schon wieder mal alles zugegrillt. Denk dran, du musst ein bisschen weiter nach links, sonst hast du ein Problem mit der Kugel. Ja, das sieht gut aus da. So, jetzt gehe ich aber erst weg. Ja, so sieht es bei mir auch immer aus. Da muss man genau dazwischen rein.
Also, der Moment war schon richtig, halt etwas länger warten, dass man links davon aufkommt, oder wie? Hör das mal an. Hast du das gerade gesehen, wie viel Feuer der auf einmal geworfen hat? Nee. Also, nachdem du gestorben bist, also, du hast das eh aufgenommen, oder? Ja, ist ja gerade am Aufnehmen. Ja, gut, dann guck dir das nachher mal an, das ist doch, das war gerade übel. Ich glaube, der hat von der halben Strecke, hat er viermal Feuer geworfen. Du bist zwar schon längst tot, aber die Schleife lebt noch immer. Die ist hartnäckig. Komm, mach hin, Wily. Ich glaube, alter Sack tut's auch. Jetzt zündet den anderen Raum wieder mal nicht an. Okay, jetzt schon. Ja, das sind dann nur mehr ein paar Pixel. Gehen wir diesmal mal hier hin. Das hat ziemlich gut ausgesehen, ein klein wenig zu früh. Ja, aber da wäre auch noch mal eine Flamme gekommen. Ja, du wärst genau zwischen reingekommen. Es wäre aber nicht schlecht. Irgendwie die Flammen wieder total anders als letzte Runde gekommen. Ja. Das, ich glaube, er wollte gerade eine Grillparty starten. Grillparty. Nicht so blöd, dass du gerade im Grill herumläufst. Sag mal! Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich da gerade. Was? Da, boah, die drei. Guck mal, wie viel er links da gerade rüber. Ich weiß. Das ist ein Griller. Das ist ein Griller. Meine Herren. Da hat er wirklich alles abgefackelt. Ja, hat sich gedacht, die Schleife muss jetzt auch noch weg. So, dann machen wir mal weiter Uhr. Machen wir mal bei der Grillparty weiter. Ja, dann hoffen wir mal, dass er sich jetzt mal langsam irgendein Muster ausdenkt, was man auch halbwegs lernen kann. Und nicht jedes Mal. Oh Mann, meine Eltern werden mich so umbringen, wenn der ganze Alkohol weg ist, wenn sie heimkommen. Heute kommt zum Glück mein Vater heim, meine Mutter hat Nachtschicht. Auch noch, also die muss länger arbeiten, die kommt erst, glaube ich, morgen heim. Ich habe leider nicht so viele Treffer hinbekommen. Naja, solange du überlebst, ist das ja egal, du kannst es ja auch mit 5 Kugeln schaffen, wenn du so lange überleben willst. Ja, ich meine, ist ja so. Dann muss ich weiter weg, dann muss ich weiter weg. Ja, und da war der Plan nicht ganz ausgereift. Ja, da ging dir schon langsam der Platz aus. So, weiter geht's. Ja, ich stehe noch gut. Ich stehe immer noch gut. Es wird langsam. Langsam war doch. Ich hätte immer noch stehen bleiben können, aber jetzt irgendwann kommt ja auch der Schuss. Ja, jetzt kommt die Kugel. Wow, ah, dafür kam die Flamme wieder total anders. Das hat mich verwirrt. Auch wenn ich in die Kugel gesprungen bin, das ist keine Ausrede. Tja, die heutige Jugend. Die spielt einfach nur mit der Geim verzweifelt dran. Die Hochschüler und die Studierenden sagen nur so ein Blödsinn und sterben und dann denken sie, warum tue ich mir das an? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Wieso? Das hast du mir doch schon einmal erklärt, weil wir beide eigentlich nicht normal sind. Natürlich, niemand ist normal, der dieses Spiel spielt. Juhu, ich bin nicht normal. Ja, das ich glaube, das wird gut schaden. Mhm. Ja, der hat nicht getroffen. Ich glaube, einer hat getroffen, soweit ich das mitbekommen habe. Und da hätte ich vielleicht sogar noch treffen können, hätte ich aufgepasst. Ja, früher schießen, aber es wird schon langsam. Ja, ich hatte nicht mehr daran gedacht, dass ich ihn da noch treffen könnte. Ich mach so, mal über die Runde. Ich mach mal über die Tür zu. Wenn mein Vater einkommt, gibt's sonst Ärger. Puh. Aber du schlägst. Wow. Ja. Spring nur über die Kugel drüber, hast es geschafft. Nur über die Kugel drüber. Wow, da hat sowas von geleckt. Nein!
Da hat sowas von geleckt gerade. Ich habe in der Luft, wie ich mich in Zeitlupe. Aber du hast wenigstens das erste Mal geschafft. Guter Job. Ja, ich will dahin. Und ein Speicherpunkt. Ja, weißt du, die Schleife überlebt, aber das Problem ist, du musst überleben, nicht die Schleife. Hm. So. Es ist ja lustig, wenn du dir auch noch verpasst, genau wenn du versuchst, wenn du schaffst. Ja, das wäre echt bitter. Aber heute habe ich bislang jedes Mal dran gedacht, aufzunehmen. Ja, beim letzten Mal hast du es ja ein paar Mal vergessen. Ja, aber da habe ich es auch nicht geschafft. Ja, das ist ja das in der Sache. Aber ich glaube, schon langsam kriegst du es raus, wenn du ihm gut Schaden machst. Hast du wieder gut getroffen, also das wird langsam. Shit. Ich hab's überlebt. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Also wenn du es lange genug überlebst, dann wirst du es auch schaffen, wenn du nicht jedes Mal oft triffst. Nee, aber gerade die Situation hätte ich nicht gedacht, dass ich die überlebe. Ja. Wow. What the fuck? Und ich hätte es beinahe geschafft, aber what? Also ich hab so ein Gefühl, das ist der letzte Versuch. Wenn du stirbst schon vor der ersten Kugel. Du sollst mich aufbauen, nicht noch weiter fertig machen und demoralisieren. Und der Deck ist gerade auch ein bisschen blöd. Ja, der war auch gerade durch Skype durch, aber... Ja, auch die Framerate ist nicht gerade besonders hoch gerade. Naja, ich meine, ich sage ja nicht, dass du schlecht bist, aber... Ich bin Realist, das ist das Problem. Wenn ich Optimist wäre, dann würde ich das sagen, du schaffst es eh sowieso diesen Versuch, also... Aber ich bin halt leider Realist. Ich kann es leider nicht sehen, aber ich nehme mal an, du wirst dein Bestes geben. Weil du musst ihn dir irgendwann schaffen, sonst wird es langweilig. Dracula war sicher auch so ein Spiel. Ja, oh, wann schaffe ich den endlich? Oh ja. Ja, das ging ja, nachdem ich dann Turbo-Taste reingehauen habe, sehr schnell. Ja, das ist auch klar, weil Dracula kann man ja immer angreifen, weil dann... Thank you.